Ja, wie soll ich denn die am besten begrüßen? Servus zusammen. Servus zusammen. Ja, ich bin Klaus Meierstein, Leitender Physiotherapeut beim 1. FC Köln und möchte euch heute mal erzählen über Muskelverletzungen, besonders über Zerrung und Muskelfaserriss, wie man das unterscheiden kann und was man dagegen tun kann, was wir dagegen tun im Profisport und was ihr auch für euch zu Hause machen könnt. Was ist der Unterschied zwischen einer Zerrung und einem Muskelfaserriss? Das ist ganz einfach. Bei einer Zerrung ist es so, dass man eher ein Ziehen im Muskel verspürt und so dieses, ja, der Muskel macht zu. Ja, das ist immer meistens so der erste Spruch, den wir hier hören. Ah, mein Muskel hat zugemacht. Da kann man schon eher davon ausgehen, dass vielleicht nicht so viel passiert ist. Beim Muskelfaserriss ist es so, dass man das auch wir gut von außen sehen können, weil das ist eigentlich wie ein Messerstich in den Muskel und eine sportliche Aktivität ist eigentlich nicht mehr durchführbar. Sofortmaßnahmen bei diesen muskulären Verletzungen ist die Pechregel. Das heißt, wir haben die Regel, dass wir Pause machen, dass wir den Muskel mit Eis versorgen, mit Eis auflagen, ob das jetzt in Form von Gel ist oder von Eisbeuteln, ja, das ist dann jedem selbst überlassen, je nachdem, was man zur Hand hat. Immer wichtig, dass man die Stelle auch gut vorher abdeckt, bevor man Eis drauflegt, damit es zu keinen Verbrennungen kommt, wenn es länger drauf bleibt. Und natürlich das Ganze auch komprimiert wird. Das heißt, wenn man das mit einer Binde macht, mit einer ganz einfachen Baumwollbinde kann man das machen, wo man einfach den Muskel mit etwas mehr Zug dann komprimiert und gleichzeitig dann die jeweilige Extremität, also Bein, Unterschenkel, Oberschenkel, je nachdem, dann auch hochlegt, damit ein Rückfluss der Lymphe und des Bluts gewährleistet ist und nicht noch mehr im Muskel passiert. Bei einer Zerrung könnt ihr hergehen, könnt ihr ganz einfach auch auf Hausmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel auf einem ganz normalen Quarkumschlag. Dieser Quarkumschlag ist sehr gut, weil er eine saure Valenz ist, das heißt, er kühlt und zieht gleichzeitig so ein bisschen die Entzündung aus dem Muskel. Das ist ganz einfach zu machen. Man nimmt ein Geschirrtuch, macht es unter das kalte Wasser, windet es aus, das Geschirrtuch, schmiert da oder streicht da den Quark auf, geht her, legt dieses Geschirrtuch mit dem Quark auf die Muskelstelle und einfach mit einer Frischhaltefolie umwickeln, damit es feucht bleibt, damit die Haut aufquillt und die Substanzen reingehen in die Haut und geht dann her und komprimiert das Ganze vielleicht mit einer Baumwollbinde oder eben könnt auch einfach nur ein Handtuch drumherum legen, Bein hochlagern und könnt da 40 Minuten drauf lassen. Dabei könnt ihr Fernsehen, ein Buch lesen, wie auch immer, was euch da so einfällt. Könnt auch hinterher, wenn ihr das abnimmt, dann vielleicht auch den Quark essen oder aufs Gesicht legen mit einer Gurke dazu. Wenn ihr eine Ananas zu Hause habt, könnt ihr auch die Ananas aufschneiden, die Viertel die Ananas vielleicht essen. Das sind Enzyme, ja, die geben wir hier über Medikamente, aber ihr könnt es ganz gut zu Hause über diese Schiene machen, auch über die Tage hinweg. Wenn ihr die Verletzung habt, kauft euch einfach eine Ananas, schneidet die auf, nehmt täglich so eine Viertel die Ananas, die ihr einnehmt, das hilft euch beim Reparaturprozess des Muskels. Wenn ihr merkt am nächsten Tag, das Aufstehen ist sehr schwierig und ihr habt eine deutliche Bewegungseinschränkung, dann ist mein Tipp, dass ihr das vielleicht von einem Arzt eures Vertrauens abklären lasst, der vielleicht auch eine Ultraschalluntersuchung macht und eben dann auch feststellt, okay, wie lang ist die Ausfallzeit, denn die ist bei einer Zerrung deutlich geringer wie bei einem Muskelfaserriss. Bei Muskelfaserriss muss der Muskel einfach länger heilen, die Rissstelle muss wieder vernarben. Bei einer Zerrung ist es so, da ist beim Profisportler oftmals nach 4 Tagen schon wieder an Training zu denken. Ich denke, bei euch ist es dann so, dass das bei einer Zerrung zwischen 7 und 10 Tagen dauern wird. Ja, bei einem Muskelfaserriss sind wir im Profisport bei 10 bis 14 Tagen, je nach Größe. Das kann natürlich sein, dass es bei euch dann schon Ausmaße annimmt, zwischen 4 und 6 Wochen auch nach Größe des Muskelfaserrisses. Ihr könnt auch bei einer Zerrung wie beim Muskelfaserriss anfangen mit ganz lockerem Fahrradfahren. Bei einer Zerrung natürlich
etwas schneller. Ich denke, da könnt ihr so nach 7 Tagen schon mal anfangen mit lockerem Ausdauerprogramm auf dem Fahrradergometer oder auf dem normalen Fahrrad. Das ist kein Problem. Bei Muskelfaser, das würde ich dann da eher warten, zwischen 2 Wochen, ja, 2 bis 3 Wochen auf dem Fahrrad im Ausdauerbereich. Und da denke ich, könnt ihr dann nach 3 bis 4 Wochen wieder beim Faserriss mit normaler Laufbelastung anfangen. Beim Lazerum geht es dann relativ schneller. Da könnt ihr dann meistens nach 2 Wochen, denke ich, bis 3 Wochen anfangen mit einer lockeren Ausdauerbelastung im Laufen. Da könnt ihr ganz normal anfangen mit 5 Minuten laufen, 2 Minuten gehen. Das Ganze vielleicht dann steigern mit 2 mal 5 Minuten laufen, dazwischen drin 2 Minuten gehen und so langsam nach oben steigern, bis ihr euch sicher fühlt und bis die Beschwerden weg sind. Und dann könnt ihr das langsam steigern, bis ihr dann dementsprechend wieder eurer Sportart nachgehen könnt. Ja, muskuläre Verletzungen können natürlich auch durch eine Erkältung begünstigt werden. Darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Euer Klaus. Als YouTube-Endcard geht es mir eigentlich genauso wie auf der FC-Bank. Eigentlich muss ich gar nichts tun, aber immer bereit sein. Schließlich könnte es genau jetzt passieren, dass ihr uns abonniert.